Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OmniZwill und Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Bremen Nord und wir werden heute hier mit dem C2E unterwegs sein. Heute in der schicken BSAG-Lackierung. Ja, ich habe das Repaint vor kurzem in der OMSI Webdisk mal entdeckt und ich dachte mir, damit können wir nochmal eine kleine Tour hier fahren auf Bremen Nord. Sieht wirklich sehr schick aus, das Repaint. Ja, und wir werden hier auf der Linie 96 fahren und wir starten hier am Bahnhof Blumenthal und werden dann nachher am Bahnhof Thunner Straße enden. Also es ist eine Art Kurzläufer, ne? Weil die normale Linie 96 fährt ja normalerweise bis Buchstel und wir fahren dann heute nur bis Bahnhof Thunner Straße und genau. Ja, außerdem haben wir den Bus gemoddet, wir haben nämlich eine iBox verbaut und wir haben das Soundpack von OMSI Finlay auch installiert für den C2LE. Ja genau, die iBox wurde eingebaut von Dennis. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Und genau, den Bus haben wir auch schon mal gesehen. Auf Oberstedt sind wir ja schon mal gefahren. Und ich dachte mir, wir fahren einfach nochmal eine Runde mit dem. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir mal die Elektrik schon mal an. Und den Motor gleich mit. So, Kasse rein. Und dann stellen wir mal hier die Linie und den Kurs ein. Wie gesagt, Linie 96. Route muss ich jetzt erstmal testen. Ne, das ist auch nicht. Route 3, genau. Bahnhof Thunner Straße. Das stimmt. Da drüben fährt schon gerade ein Kollege. Was fährt er denn? Mit dem A37. Ah, der fährt den Ersatzverkehr hier. Ja, wir haben außerdem eine schöne Krüger Plus Matrix hier im Bus verbaut. Sieht auch sehr schön aus. Rönnebeck, Bahnhof Thunner Straße. Ja, sehr schick. Also wir fahren heute mal auch am Morgen ein bisschen zur Abwechslung. Wir haben aktuell hier im Spiel 5.36 Uhr. Die Sonne ist auch bereits schon aufgegangen. Hier drüben steht sie gerade. Und genau, das ist der Innenraum. Kennen wir ja schon. Ja, und dann würde ich sagen, schwimmen wir noch ein bisschen vor. Also Abfahrt haben wir um 15 Uhr. 15 Uhr sage ich schon. 5.48 Uhr natürlich. 48, ich würde sagen, wir machen 47 rein. Ja, 40 Sekunden, dann müsste es eigentlich passen. Jetzt ist auch schon ein bisschen heller wieder geworden. Schon fast Tag hier. Aber wie es aussieht, wollen die Bremer noch nicht mitfahren. Ist denen wohl noch zu früh vermutlich. Ah, ne, jetzt kommen sie. Okay, dacht schon gerade. Oi, jetzt ist aber ordentlich was los hier. Guten Morgen. Morgen. Mahlzeit. Mahlzeit. Und wir sollen auch jetzt schon abfahren. Moin. Moin. Mahlzeit. Mahlzeit. Guten Morgen. Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Moin. Moin. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Hallo. Tag. Ja, wie aus dem Hallo. Nichts kamen die jetzt alle gerade hier. Moin Tiet. Moin Tiet. Guten Morgen. Morgen. Mahlzeit. So, und dann würde ich sagen, geht's direkt los. Die Heizung machen wir auch noch ein bisschen an. Hier vorne beim Fahrerarbeitsplatz. So, Licht natürlich auch noch ein bisschen. Und Fahrgastraumbeleuchtung. Können wir vielleicht auch ein bisschen anmachen. So, und dann geht es los. Und mir fällt gerade auf, dass mein Lenkrad gar nicht hier aktiviert ist. So, jetzt aber. Genau. So, dann können wir jetzt losfahren. Ja, wie gesagt, heute mal am frühen Morgen ist ja auch mal was anderes. Und ist auf jeden Fall schon ordentlich was los hier auf der Linie. Ich glaube, es ist ja eine Gelenkbuslinie, aber ich denke mal, der Solobus wird jetzt ausreichen hier am Morgen. Wobei jetzt schon recht viele Fahrgäste eingestiegen sind eben, aber wir schauen einfach mal. Genau, wir könnten uns natürlich auch noch gerade ein bisschen das Dashboard anpassen, ein bisschen höher verstellen. So. Ah, wir haben schon freie Fahrt. Friesenbergstraße. Ja, der Bus ist natürlich privat in dieser Variante, wie ich ihn jetzt hier fahre mit der iBox.
Also Soundpack von OMSI Finlay könnt ihr euch runterladen, dazu auch einen Link in der Videobeschreibung nachher. Und die iBooks kann man sich sogar auch selber modden, wenn man das will. Man muss halt nur dann Ahnung haben, wie man das Ganze einbaut. Und das werde ich euch nachher dann auch verlinken, da gibt es nämlich von Tarek K. einen Mod dazu, wie man dann die iBooks einbaut oder auch die Fairgo. Aber ich habe davon selber keine Ahnung, also bitte keine Anfragen dazu, wie man das Ganze einbaut. Weil da muss man schon recht viel Ahnung haben von den ganzen Skripten und was man da alles löschen muss aus den ganzen Dateien und einfügen muss und so weiter. Einmal Kind, wo haben wir es denn? Soll ich sonst so mitfahren? Nee, du fährst sonst nicht so mit. So 5 Cent, da sind wir bei 1,50 Euro, da sind wir bei 2 Euro und noch 8 Euro zurück. Danke. Hallo. Hallo. Einmal Schüler bitte. Einmal Schüler. Ja, das stimmt jetzt so ganz hier mit den Knöpfen hier, wo wir drücken können für die Tickets. Danke. Weil wir hier ein anderes Ticketpack haben und natürlich nicht alle Fahrscheine so. Ich glaube, wir können sogar nicht alle Fahrscheine verkaufen, weil da bräuchten wir jetzt eigentlich das Bremer Kassensystem. Aber ist ja kein Problem, zur Not hilft auch Steuerung T. Ja, wir werden übrigens ungefähr 12 Minuten unterwegs sein. Also heute mal etwas kürzere Folge. Und können ja mal ein bisschen in den Sound reinhören. Wasserturm. Ja, also wirklich sehr schöner Sound auch. Also gefällt mir wirklich sehr gut. So, Wasserturm, wir haben einen Haltewunsch. Wir könnten bei der Gelegenheit auch mal gerade das Kneeling testen. So. Und da könnten wir auch schon mal unser erstes Bildchen machen. Ah, der Bus hängt sogar wieder automatisch hoch. Sehr praktisch. Ja, also ich muss wirklich sagen, das Repaint gefällt mir richtig gut. Und es fahren ja auch C2s hier in der Realität, in Bremen Nord. Habe ich gesehen, allerdings, ob es jetzt C2 LEs sind oder ob es die normalen C2s sind, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, es waren eher die normalen C2s. Hakenwehrstraße. Aber falls jemand aus Bremen kommt, also Bremen Nord, kannst du mal gerne in die Kommentare schreiben, ob dieser Bus hier in der Realität fährt. Und wir haben auch schon ein bisschen Verspätung, 2,5, da müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Sonnenrollo auch mal testen. Na gut, das hilft jetzt hier nichts, okay, dann müssen wir ohne fahren. So, hier unten ist eine Autobahn, ich weiß aber jetzt nicht, welche das genau ist. Besanstraße. Ja, wir fahren übrigens heute mal ohne Kollision. Das hat den Grund, weil es mit dem Bus hier auf der Karte ein paar Kollisionsprobleme gibt. Also es hängt nicht mit der Karte zusammen, sondern irgendwie mit dem Bus, dass der, ich weiß auch nicht genau, an manchen Stellen gibt es dann einfach unsichtbare Kollisionen und dann, ja, ist natürlich der Bus kaputt oder die Fahrgäste sind alle unglücklich. Also da ist irgendwas nicht ganz richtig mit der Kollisionsbox auf der Karte. Und aus dem Grund fahren wir heute mal ohne Kollision. Ich hatte nämlich auch schon mal ein Let's Play aufgenommen.
Und da hatte ich massive Kollisionsprobleme, dass ich mir letztendlich dann gedacht habe, nee, das kann man nicht hochladen. Das war nämlich eine richtige Katastrophe gewesen, die Folge. Und deshalb dachte ich mir, wir fahren nochmal eine Tour, dann diesmal ohne Kollision. Weil sonst ist das natürlich auch ein bisschen blöd. Wenn man die ganze Zeit Kollisionsprobleme hat. Eggestädter Straße. Also die ganze Zeit Kollisionen, obwohl man gar nichts dafür kann. Ja, und ansonsten gibt es auch noch ein paar Fehler bei dem Bus. Einmal habe ich einmal das Problem, dass hier in die Innenanzeige noch keine Haltestellen anzeigt. Da müsste ich mich mal nochmal genauer erkundigen, was man dafür einfügen muss. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Und ansonsten, ja, mit der Kasse hier, das stimmt noch nicht so ganz. Das ist aber auch in der Originalversion vom Bus so, ne? Dass wir jetzt hier ist ja eigentlich eine 8 für 8 Euro, aber kommt 6 Euro raus. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist, dass die Fahrgäste nur an dem linken Türflügel einsteigen. Das ist auch irgendwie noch so ein Fehler. Normalerweise ist es ja so, dass die immer am rechten Türflügel einsteigen und am linken nur, wenn sie ja ein Ticket kaufen wollen. Also falls jemand weiß von euch, was man dazu ändern muss, kannst du mal gerne in die Kommentare schreiben. An der Lehmkuhle. Ja, gar keinen Blinker gerade hier gesetzt. Guten Morgen. Morgen. Also richtig schick auf jeden Fall. Wir können mal gerade schauen, was hier die Innentemperatur sagt. 18 Grad, außen 15. Ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Was ja auch sehr schön umgesetzt worden ist, ist, dass hier die Ampel, also die rote Ampel, sieht man ja hier, die ist ein bisschen größer als die ja, gelbe Ampel und grüne Ampel hier. Auch sehr schön gemacht. Vorberger Straße. Ja, also macht wirklich immer wieder Spaß, hier auf Bremen Nord zu fahren. Auch wenn es natürlich jetzt nicht so lange Touren gibt. Wobei, man kann ja auch den SEV fahren, dann ist man ja auch 45 Minuten unterwegs. Und wenn man die alten Linien fährt, also vor 2011 war das ja, glaube ich, dann hat man ja auch noch sehr viel Auswahl. Aber kann man natürlich nicht den Busbetriebssimulator dann fahren, weil man ja da in der Echtzeit fährt, mit aktuellem Datum. Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht? Hallo, guten Tag. Yo. Ja, ich würde mal sagen, alles was Beine hat, geht, ne? Ja, und in den nächsten Folgen habe ich mal unter anderem auch vor, auf Hamburg Hafen City wieder zu fahren. Mit dem Linienerweiterungspack. Kühlhorster Straße. Das ist ja vor einigen Wochen ein Linienerweiterungspack für Hamburg Hafen City rausgekommen. Und habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Und das werden wir uns auch mal demnächst anschauen. Vielleicht machen wir da auch dann ein Let's Play Together. Würde sich halt eigentlich ganz gut anbieten. Dann auch mit dem Sascha, dem Ersteller, dem Linienpack. Und Knolli ist ja auch noch der Ersteller. Einmal erwachsen, Preisstufe 1 beginnt. Von dem Linienpack, der hat ja, glaube ich, Knolli hat, glaube ich, die Stadtrundfahrt gemacht und... wo haben wir das Ticket? Ja, haben wir es doch. Ist das möglich? Die Stadtrundfahrt und jetzt habe ich die Kasse weggeklickt und die Linie 112 und Sascha hat die Linie, oh, welche war das denn jetzt nochmal? Die Linie 9, genau, die hat er, glaube ich, erstellt, wenn ich mich nicht irre, und da könnten wir eigentlich nochmal ein Let's Play Together machen. Schauen wir einfach mal.
Neuenkirchener Weg. Also die 112 sind wir auch schon mal im Livestream gefahren und die hat mir wirklich sehr gut gefallen, die Linie. Und vor allen Dingen finde ich es Wahnsinn, dass auch für Hamburg Hafen City so viel noch gebaut worden ist. Natürlich in dem Bereich, wo man fährt, wir sind alles komplett ausgebaut, so dass es halt ja alles so detailreich ist wie auf den Strecken, die beim Spiel ja, im Original mitgeliefert werden. Also die Linie 111, 109 und der 688 gibt es ja noch und die Linie 6. Aber trotzdem finde ich das echt wirklich klasse, dass man da wirklich noch weitere, ja, man kann ja noch zum Teil ja, halb reale Linien erstellen, wie zum Beispiel die 112, das ist gerade der Kollege. Am Fillerkamp. Und dass man die halt wirklich befahren kann. Natürlich, wie gesagt, sie sind so toll ausgestaltet, ne, mit Backdrops und so weiter versehen, aber wirklich finde ich das wirklich klasse, dass man das trotzdem noch erweitert hat und dass man ja da auch fahren kann. Das ist ja auch nicht so auf jeder Karte. Und genau, das werden wir uns dann demnächst mal anschauen. Ich weiß noch nicht genau wann. Und wir werden natürlich auch wieder bald einen Livestream machen. Allerdings erst so in, ja, ich denke mal so in 2 Wochen oder so. Dann habe ich auch noch mal ein bisschen mehr Zeit. Und vielleicht mache ich in den nächsten Videos auch irgendwann mal eine Infokarte rein, wo ihr dann abstimmen könnt, was wir fahren werden. Den Busbetriebssimulator. Ich meine, das ist ja auch mal eine große Frage, was wir dann fahren sollen und so weiter. So könnten wir dann Kranzerstraße schön nachher in die Infokarte reinschauen und dann sehen, was die Mehrheit sich wünscht und dann könnten wir das fahren. Genau. Ja, Ansagen haben wir ja auch noch hier. Sonderansagen, natürlich, hier sind von der BSAG, sondern ich weiß es gar nicht genau, von welchem Verkehrsunternehmen. Wir können ja mal gerade reinhören. Bitte Türen frei halten. Was haben wir denn da? Sehr geehrte Fahrgäste, bitte treten Sie aus dem Türbereich, damit die Türen schließen können. Sogar auf Englisch. Guten Morgen. Morgen. Na, wie gesagt, hier nur an dem linken Türflügel steigen Sie ein. So, da werde ich mir nachher dann ein schönes Bild aussuchen. Haben jetzt einige Bilder gemacht. Und dann kommen wir jetzt auch zu unserer Endhaltestelle, Bahnhof Thurner Straße. Ansage müsste jetzt auch noch kommen, eigentlich. Ne, kommt nicht mehr, okay. Ich muss gerade mal mit Kuhwalter schalten. Ah ne, jetzt schildert er schon um. Gut, das scheint es nicht irgendwie ganz zu klappen hier, aber egal. Ich denke mal, die Fahrgäste werden wissen, dass wir hier unsere Endhaltestelle haben. Ja, ein paar Mal waren wir jetzt zu spät. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel gedrötelt unterwegs mal. Und vor allen Dingen mal anfangen. Am Anfang hatte ich ja schon ziemlich weit vorgespult und dann dachte ich, jetzt kennen wir keine Fahrgäste, aber da kamen ja doch noch einige. Aber naja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch gerade den Motor wieder aus und auch die Elektrik aus. Ja, und dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine kleine, aber feine Tour durch Bremen-Nord. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und habt noch einen schönen restlichen Tag. Ja, und ciao.